Am 1. März 2025 wird Adrian Newey offiziell in den Diensten von Aston Martin stehen. Das gab das Team am gestrigen Dienstag auf einer Pressekonferenz bekannt. Wenn es nach RTL Formel 1 Experte Christian Danner geht, dann kommt das einem Erdbeben gleich. Und auch Günther Steiner sprach bei Champ One über diesen Mega-Coup von Lawrence Stroll. Das ist eines von insgesamt drei Themen, die beiden anderen im Überblick. Bislang galten für das noch freie Sauber-Cockpit Valtteri Bottas und Gabriel Bortoleto als die heißesten Anwärter. In den vergangenen Tagen tauchte jetzt noch ein weiterer Name auf, Zayn Maloney. Interne Machtkämpfe und Zerwürfnisse, Skandale, prominente Abgänge und sportliche Krisen. Bei Red Bull herrscht Alarmstufe Rot. Jetzt droht dem Team auch noch Max Verstappen zu verlieren. Das offenbart jetzt eine brisante Klausel. Ja, es war schon längst kein Geheimnis mehr, was letztlich das Aston Martin Team gestern am Dienstag in Silverstone bekannt gab. Adrian Newey wird tatsächlich von Red Bull unmittelbar zu Aston Martin wechseln und das Ganze eben ab dem 1. März des Jahres 2025. Und damit willkommen zu unserer Sendung an diesem Mittwoch. Tja, bevor es zum Rennwochenende nach Baku geht, blicken wir nochmal auf diesen ja doch sehr besonderen Tag und vor allem auch, wenn es nach RTL Formel 1 Experte Christian Danner geht, dann kommt das eben einem Erdbeben gleich, denn das ist natürlich auch ein unmittelbarer Großangriff von Aston Martin auf die Konkurrenz, die natürlich bestrebt sind oder vielmehr dann bestrebt sein werden, um Siege und um WM-Titel mitfahren zu wollen. Im Interview mit Sport.de sprach Christian Danner nun über das, was er über diesen Mega-Coup von Aston Martin denkt und sagt eben, dass das eben ein Erdbeben sei, das wir hier erleben. Und im Zitat heißt es von ihm, für Aston Martin bedeutet es, dass man die erfolgreichsten Leute aus der Vergangenheit fest unter Vertrag hat. Ja, wird natürlich nicht nur bei Adrian Newey bleiben, nein, es kommt natürlich auch, wie es Christian Danner formuliert hat, noch ein absoluter Topmann, nämlich Andy Cowell, der ja vor allem auch für den gesamten Erfolg des Mercedes-Motorenprogramms mitverantwortlich war, habe man nun auch noch den, Zitat, erfolgreichsten Ingenieur aller Formel-1-Zeiten unter Vertrag. Ja, klar wird natürlich sein, eben erst Adrian Newey, der wird nicht alleine zu Aston Martin kommen. Davon zeigt sich eben auch Christian Danner überzeugt. Und für Red Bull bedeutet das natürlich auch wiederum, dass eben der Abgang von wirklich hochtalentierten Mitarbeitern. Und so sagt Christian Danner, das ist nicht nur fantastisch für Aston Martin, sondern auch ein Problem für Red Bull, weil die Leute dort nicht mehr arbeiten. Das ist schon ein Erdbeben, das wir hier erleben. Es ging Adrian Newey natürlich bei weitem nicht nur um die finanziellen Aspekte, sondern vor allem auch um die Einzelheiten in seinem neuen Job. Und so sagt Christian Danner, das Interessante ist, dass ein gewisser Eddie Jordan, den wir ja gut aus der Formel 1 kennen, die Verhandlungen für Newey geführt hat. Das heißt, dass man sehr genau abgeklärt hat, was Newey auf seiner Position in seinem Arbeitsalltag genau hätte. Ich bin mir sicher, dass Lawrence Stroll der Einzige war, der in jedem Punkt zugestimmt hat, weil er ihn unbedingt haben wollte. Ja, aber natürlich auch gibt der Christian Danner zu bedenken, bei aller Euphorie liege, Zitat, viel Arbeit vor Aston Martin und Adrian Newey. Denn 2026 sei ein entscheidendes Jahr, weil wir einen Reglementwechsel haben. Neue Motoren, neue Aerodynamik, neue Reifen. Genau dann hat Adrian Newey die Nase vorne, weil ihm da meistens mehr einfällt als den anderen. Aston Martin wird mit viel Grundoptimismus in die Zusammenarbeit gehen. Da steht unvorstellbar viel Potenzial drin. Ja, aber, und da darf man sich auch keine Illusionen machen, wird es natürlich auch seine Zeit brauchen, bis eben Aston Martin um den Erfolg, um den großen Erfolg mitfahren kann. Und das sind eben auch die Worte von Christian Danner, denn es wird aber noch ein bisschen dauern. Wie lange dieses bisschen am Ende dann tatsächlich sein wird, das weiß man natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Aber natürlich auch, sagt Christian Danner, von 0 auf 100 geht es sicher nicht.
Ja, auch Champ-1-Formel-1-Experte Günther Steiner hat sich zu Major Coup von Aston Martin gegenüber Champ-1 geäußert. Und was er dazu zu sagen hat, da schauen wir kurz rein. Hallo an alle. Der Wechsel von Adrian zu Aston Martin war eigentlich nicht unerwartet. Jetzt, ich glaube, Aston Martin ist der beste Platz oder ich würde fast sogar sagen, der einzige Platz, wo Adrian richtig losarbeiten kann. Mercedes und Ferrari sind etabliert, die haben die Strukturen, alles da, weil Aston Martin immer noch im Aufbau ist und Lawrence Stroll hat eine Menge Geld investiert. Die haben eine perfekte Infrastruktur aufgebaut, neuen Windkanal, technisches Department, alles. Und da glaube ich, kann sich Adrian mal richtig gehen lassen für das neue Reglement in 2026. Deswegen glaube ich, die Entscheidung nicht unerwartet, aber ich glaube für Aston Martin gut und für Adrian. Ja, mal in ganz kurzen Sätzen von Günther Steiner seine erste Einschätzung, seine erste Meinung zu diesem absoluten Mega-Coup. Denn die meisten sahen ja Adrian Newey schon bei der Scuderia Ferrari, gab ja auch Gespräche, das gab ja auch Adrian Newey am gestrigen Dienstag ja auch zu, dass da Interesse von vielen Seiten aus da war, er mit manchen auch Gespräche geführt hat, aber mit manchen wiederum auch nicht. Und Gespräche hat er geführt mit Fred Vasseur, dem Teamchef von Ferrari, aber am Ende konnte man sich nicht einigen. Mit Günther Steiner werden wir natürlich auch nochmal vertieft über dieses Thema sprechen und zwar in knapp 13 Tagen, nämlich am 24. September um 19 Uhr. Dann gibt es die neue Ausgabe von Klartext mit Günther Steiner und dann werden wir natürlich auch darüber nochmal sprechen. Ja, es ist das letzte noch verbleibende Nicht-Red Bull-Cockpit und auf der Kandidatenliste von Sauber Audi taucht nun jetzt ein weiterer Name auf. Neben den bereits bekannten Namen Valtteri Bottas und Gabriel Bortoleto taucht jetzt eben nun ein dritter auf der Liste auf und das ist er hier, Zane Maloney. Der 20-Jährige fährt in diesem Jahr eine äußerst erfolgreiche Formel-2-Saison, liegt in der Fahrerwertung dort aktuell auf dem dritten Platz. Und das könnte ihm womöglich noch in die Karten spielen, steht er ja bereits schon seit Anfang diesen Jahres bei Sauber als Reservefahrer unter Vertrag. Heißt also, Fahrer und Team kennen sich natürlich bereits und das könnte vielleicht auch noch ein entscheidender Vorteil für Maloney sein. Die große Frage aber, die sich das Team vielmehr stellen muss, möchte man eben neben Nico Hülkenberg einen weiteren erfahrenen Piloten haben oder doch einen eher jüngeren Piloten sehen? Ex-Ferrari-Teamchef und Rückkehrer Mattia Binotto betonte zuletzt immer wieder, dass man genau das intern bewerten wolle, was kurz-, mittel- und langfristig für das Team die beste Lösung sei. Ja, noch in diesem Monat soll dann die Entscheidung getroffen werden, wer das Cockpit an der Seite von Nico Hülkenberg bekommt. Bei zweien ist klar, sie werden das Cockpit auf jeden Fall nicht bekommen. Das ist zum einen Quanji Zhou und zum anderen auch Mick Schumacher. Entschieden werden soll die Cockpitfrage also genau unter diesen drei Anwärtern, die bei Sauber derzeit noch auf der Liste stehen. Ich glaube, wenn man Max Verstappen derzeit fragen würde, ob er sich vielleicht wünschen würde, dass die restliche Formel-1-Saison nicht mehr 8 Rennen lang geht, sondern vielleicht ein bisschen kürzer, sodass er vielleicht nicht noch um den 4. WM-Titel zittern muss, dann könnte man vielleicht erahnen, dass er vielleicht genau das sich vorstellen oder vielmehr wünschen würde. Blickt man derzeit mal in die Fahrer-WM, sieht man ja immer noch 62 Punkte führt Max Verstappen vor Lando Norris. Durchaus noch ein komfortabler Vorsprung, aber es kann auch ganz schnell gehen. Und vor allem auch ein anderer, der sich natürlich auch sehr mit der Formel 1 und dem Motorsport insgesamt auseinandersetzt, ist nämlich Hans-Joachim Stuck. Und der sieht tatsächlich eher so das Ende dieser WM-Erfolge kommen und sagte gegenüber Eurosport nämlich Folgendes: Einsatzwillen hat er noch. Aber er wird durch ein für ihn nicht perfektes Auto gebremst. Er muss jetzt sein fahrerisches Können beweisen und zeigen, dass er auch mit einem Auto, das nicht dem Niveau der anderen entspricht, dabei ist. Er wird Schwierigkeiten haben, den Titel zu verteidigen.
Ja, der Trend der letzten Wochen, ja vielmehr schon auch Monate bei Red Bull, der zeigt eher so nach unten, während die Kurve von McLaren eher weit nach oben zeigt. Max Verstappen hatte zuletzt auch immer wieder betont, wie unfahrbar das Auto doch sei. Dazu sagt Hans-Joachim Stuck, das ist eine typische Rennfahreraussage, weil Verstappen davon ausgeht, dass sein Auto perfekt liegt. Wenn er dann ein paar Probleme hat, dass er bei den Kurven eingangs untersteuert und am Kurvenende übersteuert, dann ist das in seinen Augen unfahrbar. Er kann immer noch schnelle Rundenzeiten damit fahren, aber er ist relativ weit hinter seinen maximalen Möglichkeiten. Die Aussage entspricht seinem Kampfgeist als Rennfahrer. Ja, vor allem sei es für Red Bull gerade ja, während einer Formel-1-Saison äußerst, Zitat, schwierig, einen großen Schritt zu machen, weil es keine großen Testmöglichkeiten mehr gibt. Red Bull muss zurückverfolgen, wann das Auto besser fahrbar war, welche Abstimmungen sie damals hatten und das dann analysieren. Ja, eben vor allem wird es ganz besonders schwer für ein Team, Zitat, wenn man ein Auto zurückbauen muss bis zu einem Zeitpunkt, wann es gut gefahren ist. Denn dann, so heißt es weiter, ist das natürlich ein Rückschritt. Denn alle anderen Fahrzeuge entwickeln sich nach vorn. Das ist eine Situation, die während der Saison sehr schlecht lösbar ist. Ja, wenn es auch nach Hans-Joachim Stuck geht, dann wird eben auch gerade der Abgang von Adrian Newey auch eine entscheidende Rolle zugesprochen, die das Team insgesamt geschwächt hat. Und so sagt er, man sieht ja, was er in seinem Leben alles geleistet hat. Red Bull leidet unter seinem Weggang. Ja, bei Red Bull herrscht indes Alarmstimmung. Alarmstimmung nicht nur, weil man derzeit noch immer keinen Plan hat eigentlich, wie man das anhaltende Problem am RB20 zu lösen vermag. Nein, auch eine Klausel im Vertrag von Max Verstappen könnte schon in einigen Monaten dafür sorgen, dass Red Bull den Abschied Verstappens fürchten muss. Denn eine Besserung der derzeitigen Situation bei Red Bull ist nicht wirklich in Sicht. Und das bedeutet eben, für den Fall der Fälle könnte Max Verstappen eine ganz bestimmte Klausel in seinem Vertrag ziehen. Das heißt, sollte Red Bull eben auch im ersten Saisonteil des kommenden Jahres mit derartigen Problemen zu kämpfen haben, dann wiederum könnte der Niederländer Red Bull vorzeitig verlassen. Das wiederum berichtet derzeit auch die Sportbild. Blicken wir nochmal auf die Fahrerwertung, um es einfach nochmal zu verdeutlichen. 62 Punkte sind es derzeit noch, der Vorsprung von Max Verstappen auf Lando Norris. Das heißt, noch muss er nicht um seinen vierten WM-Erfolg zittern. Und das wiederum natürlich auch liegt an der Konkurrenz, denn mit Ferrari, McLaren und Mercedes sind ja derzeit gleich drei Teams auf der Verfolgerspur, die sich aber allerdings so ein Stück weit die Punkte gegenseitig wegnehmen, was wiederum Max Verstappen deutlich in die Karten spielt. Ja, ob die Vormachtstellung bei Red Bull 2025 wieder zurück ist, ist angesichts der derzeitigen Situation doch eher ziemlich zweifelhaft. Denn es sind ja nicht nur die sportlichen Krisen, die Probleme, mit denen das Team aktuell und schon vielmehr seit Monaten zu kämpfen hat, auch personell krachte es an allen Ecken und Kanten innerhalb des Teams. Zwei der prominenten Abgänge sind ja zum einen eben Star-Designer Adrian Newey und auch der Sportdirektor Jonathan Whitley, der das Team zum Saisonende ebenfalls verlassen wird. Das heißt, allmählich muss Red Bull tatsächlich um den Niederländer fürchten. Denn schafft man wiederum selber nicht die Kehrtwende, dann dürfte Max Verstappen womöglich schon bald vom Team flüchten. Ja, und am Ende dieser Sendung nochmal auf eine andere Nachricht blickend. Und zwar hat die FIA nämlich an diesem Mittwoch das Ergebnis ihrer Prüfung des Budget Caps für das Jahr 2023 bekannt gegeben. Und so viel sei schon mal vorweggenommen. Alle 10 Formel-1-Teams haben sich an das Budget Cap in Höhe von 135 Millionen US-Dollar gehalten. Allerdings gab es auch zwei Zwischenfälle bei der Prüfung, denn die beiden Motorenhersteller
Alpine Racing SAS und Honda Racing Corporation haben nämlich Verfahrensverstöße begangen. Allerdings nicht in der Form, dass die Obergrenze überschritten worden sein soll, das nicht. Man zeigte sich auch aus der Perspektive der FIA kooperativ und man sei daher selber davon ausgegangen, dass eben die Angelegenheit mit Hilfe einer sogenannten Vertragsverletzungsvereinbarung beseitigt werden könnte. Das teilte eben der Automobilweltverband FIA an diesem Mittwoch mit. Das heißt also auch für alle, die sich vielleicht Sorgen gemacht haben, ob Red Bull wieder gegen das Budget Cap verstoßen haben könnte. Nein, das ist nicht der Fall. Keines der insgesamt 10 Teams hat dagegen verstoßen. Und das betrifft eben die zurückliegende Formel 1-Saison 2023. Das war's mit unserer Sendung an diesem Mittwoch, der Wochenteiler an diesem Tage. Morgen geht's ja dann gleich weiter. Der Medientag in Baku findet statt. Und wir werden natürlich auch darauf blicken. Und sicherlich sind auch einige Stimmen zu erwarten, nochmal auch vor allem von Seiten Red Bulls, was man da zu sagen hat zum Wechsel von Adrian Newey in Richtung Aston Martin. Wir werden auf jeden Fall natürlich auch für euch aus Baku berichten über die Geschehnisse an diesem Rennwochenende. 8 Rennwochenenden stehen uns noch bevor und eines davon ist eben das kommende in Aserbaidschan. Eure Meinung zu unseren Themen gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns morgen natürlich an dieser Stelle hier wieder. Bis dahin einen schönen restlichen Mittwoch, bis morgen und tschüss. Champ One zeigt's allen.